Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum Inkursion Teil 2. Und wie ihr sehen könnt, werde ich gerade von einem Level 60er angegriffen. Ist aber nicht schlimm. Ich versuche das Ganze irgendwie ja, durchzumanagern und meine Schiffe schnell zu rappen, bevor er mich attackieren kann. Wenn du noch mehr sehen willst, bleib dran und schau das Video zum Ende zu. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, So, Ladies and Gentlemen, der Inkursion Part 2. Und los geht's. Wir versuchen die zwei Typen hier, die Raids zu vermiesen und ja. Wir reden hier unseren Matrose, der ist eingebannt. Und ja. Wir versuchen dann ihm zu deffen und ja, so viele Punkte wie möglich zu machen. Der Kampf scheint irgendwie verloren zu sein. Also der steht für den schon um 10 Millionen zu 5. Milliarden oder Trilliarden. Und das ist dann bei solchen Sachen geschuldet, dass wenn so ein Spieler mit so vielen Ressourcen gradet wird, dann hat man leider keine Chance, das ja zu gewinnen. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist halt, dass ja ihm die Ressourcen zu retten, was geht. Und Schadensbegrenzung so machen. Was Schadensbegrenzung? Also es geht hier nicht ums Event, sondern ums einzelne. Ja. EPLs. Und da kann man dann ja einige Punkte gut machen. Wenn man hier Schiffe zerstört, sagt. Ist nicht geklappt. Den kriege ich noch. Ah, scheiße. Ah, okay. Prometheus hat ihn. Nice. Und ja, die überraschenderweise haben alle Verteidiger, die vorher hier waren, schon mal kurz ja, schleifen lassen. Sind alle weg auf einmal. Wo ich noch angefangen habe zu filmen, war es noch hier voll mit Alliierten, inklusive unseren stärksten beiden hier, Otto und Prometheus. Oder zwei von unseren stärksten. Wir haben mehreren. Und ja. So sieht es dann aus, wenn man dann einen Feind erwischen. Oh, es entkommt. Irgendwie habe ich jetzt angefangen, Lag zu bekommen. Oh, ich werde angegriffen. Prometheus, komm schon. Oh, da muss ich aber Schild setzen. Der Level 60er hat mich schon ins Visier. Da kann ich ja nichts entgegensetzen, aber die Jungs hier versuchen ihre Bestes. Ah, ich glaube, ich muss meinen Platz hier abgeben. Oh. Die Jungs sind hier sehr beschäftigt. Hier ist noch ein Ideridex. 649 Millionen. Enterprise D. Hier 1,2 Milliarden, also 1,15 Milliarden. Heftig. Ich bin Stufe 12. Na bitte. Das ist echt ein
Ah. Warte, 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 warte. Ich kann hier mal was machen. Zack. Zack, raus hier. Zack. Nur zu. Gestinkt habe ich dich ja schon. Oh, jetzt werden sie aber mutiger. Sie kommen sogar von hier. Oh, und der Tillisch hatte auch einen Rotaran dazu. Alter Falter. Alle drei Sorten hat er schon. Interessant. Das ist eine Schlacht, die man nur schwer gewinnen kann. Aber hier, ich habe ihm gestunken und Prometheus versucht es mal, das Ding zu erlegen, sage ich mal. Ja, die hier muss ich noch stinken, sag. Aber keine Deft hier irgendwas. Bevor der Schlacht weitergeht, möchte ich euch aber meinen aktuellen Sponsor und sein Angebot heute euch noch zeigen. Hallo, liebe Android-Benutzer. Huawei App Gallery hat für Sie folgende Angebote: 20% Cashback auf allen Paketen, die Sie kaufen, plus Coupons, die man jeden Tag sammeln kann, wenn man folgende Kisten kauft: eine 3-Euro-Kiste, 5-Euro-Kiste, 10-Euro-Kiste oder 100-Euro-Kiste. Fangen wir mal mit der 5-Euro-Kiste. Wenn man eine 5-Euro-Kiste kauft, kriegt man dann den Angebot, dass man bis zum 24. August jeden Tag ein Coupons anfordern kann im Wert von 1 Euro. Oder noch besser, wenn man eine 100-Euro-Kiste kauft, kann man schon Coupons im Wert von 10 Euro jeden Tag aus diesen oben eingeblendeten Coupons einfordern. Das heißt, man hat schon 24 Tage, diese Coupons einzufordern. Ich würde aber jedem empfehlen, halt die 100-Euro-Kiste nicht jeden Tag die Coupons einzufordern, weil das dann den Angebot überfordern würde und die anderen Spielern zu den Zugang dazu dafür erschweren würden. Mehr dazu finden Sie in den Huawei App Gallery Discord. Den Link dazu werde ich schon in der Videobeschreibung unten posten. So, da sind wir schon wieder. Alter, die Rotarangs, aber super schnell. Lass mich mal das Scheiße mal einmal stinken mit der Amalgam und dann geht's weiter. Und dann kann ich schon mal die anderen angreifen und zeigen, wie man sich unter Stress verteidigt. Erfassungssystem funktioniert auch nicht so richtig. Mal da raus, zack. Zu viele, zu viele. Okay. Wer ist tot? Der hier auch. Den kriege ich auch noch. Jeppe, läuft bei mir. Kann die Typen ordentlich dezimieren. Gefällt mir. Okay, der hat es mir erwischt. Aber das ist echt. Sehr, sehr krass. Den kann ich schon mal erwischen. Komm. Komm, kleiner Wichser. Und tschüss. Ich werde mal von den Cory begrüßt. Oder was? Rotaran meine ich. Upsala, upsala. Wop, wop, wop. Jetzt Station, Treppen.
Klack, klappen. Rappen, 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 rappen. Das ist schlimm. Boah, meine Augen. Das. Ich bekomme jetzt heftig Beschuss. Irgendeine sitzt auf meinen Nacken drauf. Ich kann nicht mal reinschauen, was das ist. Sobald ich über hier pop, schlägt er zu. Yep. Okay, 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 okay. Sag. Ja, okay. Okay. Kann ich mal schnell die Station retten? Sehr gut, jetzt bekomme ich mal ein bisschen Hilfe. Geht doch. Den kann ich schon mal abfangen, bevor er überhaupt was mitnimmt. Das ist schon mal gut. Der hier kann ich auch killen. Na bitte, läuft schon. Und ich hab ein bisschen Ruhe von dem Level. 60er bekommen, der wird schon voll beschäftigt hier von Prometheus. Der beschützt immer noch sein Videridex. Das wird ein krasser Kampf. Wow. Okay. Mal ein bisschen nah rankommen. Oh, Mist. So, das hier rappen, bevor ich gescoopt werde. Zack, 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 zack. Reparieren. Oh, nochmal von vorne. okay. Aha, zack. So, der Kampf ist schon mal vorbei, Matrose hat Schild gesetzt, aber in ein paar Sekunden später gehen alle weg und dann bleibt der Level 56er da irgendwie ohne Schild stehen und dann werden wir ihm gleich Raiden Shots. Sehr interessant, der ist jetzt hier direkt neben der Schlacht eingeschlafen oder sein Computer ist abgestürzt, was auch immer, wir raiden ihm jetzt, wir haben das Ganze umgedreht, obwohl der hat zwar nicht viel, aber naja, wir raiden ihm und das ist nice und keiner setzt irgendwas dagegen. Alle sind schon weg, vielleicht haben sie andere Ziele oder sowas gesehen und ja, und wir haben hier unseren Spaß, nice. Hier. Das könnte schon mal gut gehen. Interessanterweise repariert der Typ zwischendurch, deswegen ging ja mein Amalgam auch kaputt. Aber ich glaube, er wusste nicht, wie man das macht oder sowas, wie man unter Stress repariert, oder er hatte einfach nur sehr lages. Und kurze Zeit später ist er einfach weggesprungen. Das war das einzige Ausweg, was er geschafft hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Wochenende noch und viel Spaß beim nächsten Video.